Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf meinem Kanal. Im letzten Video haben wir ja schon geklärt, wie wir hier die Werkzeugkästen und Ebenen uns wieder anzeigen lassen können, falls sie nicht angezeigt werden. Und heute geht es darum, wie wir explizit bestimmte Farben in Bildern entfernen können. Ich zeige das hier anhand einer GUI aus Minecraft. Also ein Bild, das für ein Menü zuständig ist. Wir nehmen uns jetzt hier in dem Fall die schwarzen Elemente. Dazu gibt es im Werkzeugkasten ein, ja, relativ weit oben ein Symbol. Das hat ja so braun, rot, blau und grüne Zeichen, das wie so ein umgedrehtes L aus Tetris angeordnet, findet sich normalerweise relativ weit oben im Werkzeugkasten und kann man mit Umschalt O aufrufen. Dieses nutzen wir jetzt, da klicken wir jetzt einmal drauf im Werkzeugkasten und wählen jetzt aus, welche Farbe wir jetzt entfernen möchten. Und wir wollen ja die schwarzen Elemente entfernen. Das heißt, wir klicken hier einmal auf Schwarz. Wichtig, die Ebene muss ausgewählt werden. Also wenn ihr mehrere Bilder habt, müsst ihr hier rechts gucken, was blau angezeigt wird von denen. Und da ich hier aktuell nur eins drin habe, ist ja klar, welches angezeigt wird. Aus diesem Grund mache ich jetzt einfach Folgendes. Ich klicke hier auf Schwarz und ihr seht, die schwarzen Teile werden hier jetzt mit so einem weißen Streifen, jetzt mal hier kann man es ganz schön sehen, da markiert. Und wenn ihr jetzt auf eurer Tastatur die Entfernen-Taste drückt, falls ihr eine Full-Size-Tastatur habt, also eine mit einem Nummernblock, dann ist das zwischen, ja, da eben, wo die Pfeiltasten sind. In diesem Sechser-Nummern-Block. Das ist die FNTF-Taste. Entfernen ist das. Also, steht nicht komplett entfernt drauf. Ach, ihr wisst, was ich meine. Wenn wir die jetzt drücken, dann, wie ihr seht, wird das entfernt und der durchsichtige Hintergrund hier, der wird angezeigt. Wie ihr hoffentlich ganz gut erkennen könnt. So viel zum Entfernen. Das könnt ihr natürlich mit Steuerung Z auch wieder rückgängig machen, dann ist es wieder da. Und ja, wenn ihr weitere Tutorials zu bestimmten Werkzeugen im Werkzeugkasten haben möchtet, schreibt sie in die Comments. Ich lese mir diese dann durch und wenn gute Sachen dabei sind, werde ich sie als Tutorial umsetzen. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Montags gibt es meistens Snapshots, wenn welche da sind. Also Minecraft bezogen. N16 steht ja vor der Tür. Genau. Und am Mittwoch startet ein neues Adventure-Projekt. Wir haben ja in der letzten Woche endlich das gute alte Mob Raid fertiggestellt. Download gibt's im letzten Video, also im letzten Part von Mob Raid unter dem Videobeschreibung, falls ihr diese durchzocken möchtet. Gut, so viel zu diesem Video. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat dieses Tutorial gefallen und ich sage bis zum nächsten Video und ciao, Leute.